So, liebe Camper, herzlich willkommen auf dem Caravansalon. Samstag, der zweite Tag. Und jetzt sind wir bei prominenten YouTubern der Familie Elo und Mops. Jawohl. Wir sind auch begeisterte Verfolger von euch. Dankeschön. Und ihr habt natürlich ein wichtiges Thema, das Thema Aquion, das heißt Wasseraufbereitung. Jeder weiß eigentlich, wenn er so ein bisschen die Presse verfolgt, dass man Probleme mit dem Wasser in Form von Qualität hat, dass in dem Wasser immer mehr Giftstoffe drin sind, Medikamentenrückstände, Schwebstoffe, Chemikalienrückstände. Jetzt aktuell wird jetzt gerade darüber berichtet, dass es Chemikalieneinträge gibt, die aus Imprägnierungsmitteln stammen, die auf die Kleidung aufgebracht werden, um die Kleidung regenfest zu machen. Ja. Diese Imprägnierung gibt es aber auch an Oberflächen, Dachoberflächen, Fahrzeuglacken, Polituren. Und dieses Zeug wird irgendwann durch das Regenwasser, durch das weiche Regenwasser, was ja sehr aktiv ist, ausgespült und ins Grundwasser gebracht. Und diese Probleme steigern sich. Obendrein kommt natürlich auch noch Schwebstoffe allgemein aus Wasserrohrleitungen und sogar alte Bleirohre, wenn es noch was gibt in der Form, in alten Gebäuden zum Beispiel. Und was natürlich auch noch hinzukommt, Kunststoffe. Kunststoffe, die in den Rohrbeschichtungen drin sind und Weichmacher. Ja. Weichmacher aus Flaschen und dergleichen. Du bist ja richtig gut auf. Ja, also wirklich. Also das habe ich schon mal so mitgekriegt, okay, sage ich mal so, als Einleitung. Ja, also, du bist super vorinformiert und das Gute ist zum Beispiel, also der Aquion ist nicht nur ein Wasserfilter, sondern einfach viel mehr. Und das Gute beim Aquion ist zum Beispiel auch, so wie du es angesprochen hast, mit dem Mikroplastik, wir haben hier Filter drin, sage ich mal, die jedes Mal auch wieder ein Update geben können tatsächlich. Also wir versuchen das gerade mal aufzumachen. Also das Gleiche, man könnte es vielleicht so beim iPhone sagen, da gibt es neue Updates und so kann der... Ja, kann der Aquion das auch machen. Genau. Also wir haben einmal zwei Filter, einen Primärfilter und einen Sekundärfilter, der für die verschiedenen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, zuständig ist. Das Schöne ist bei Aquion, das ist ein deutsches Unternehmen, die gibt es mittlerweile schon 20 Jahre. Das heißt, sie sind nicht neu auf diesen Hype aufgesprungen und sie sind dabei, auch weiter zu forschen. Vor 10 Jahren hat noch keiner über Mikroplastik gesprochen. Nee, genau. Und Mikroplastik filtert er unter anderem auch raus. Sie sind weiterhin am Forschen und am Gucken. Das heißt, wenn morgen angenommen festgestellt wird, Salz ist das große Problem, entwickeln sie die Filter weiter und mit jedem Satz neuen Filter, der dann hier reingelangt, hat man quasi ein Update fürs Gerät und muss sich nicht ein neues Gerät kaufen, sondern ist dann auf einem zeitgemäßen Obwohl Salz jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel wäre. Das war jetzt nur so dahergesagt. Ja. Ja, genau. Wenn ich die Filter im Einsatz habe, sagen wir mal, ein ganzes Jahr. Ja. Dann gibt es ja zum Beispiel Filter, die man sonst in den Wasserschlauch dazwischen steckt, um sein Wohnmobil zu tanken. Ja. Und wenn man diesen Filter so, wenn er voll ist, weglegt, gibt es ja Keimbildung in den Filtern. Ja. Also man muss ja normalerweise, also ALB, egal wer das ist, dann muss man die Filter rausnehmen, an Reis legen, trocken legen, damit es keine Probleme gibt. Das ist ja hier nicht, weil immer eine konstante Bewegung ist, wenn ich den Hahn aufmache. Und ich brauche auch diese Probleme nicht berücksichtigen. Also lassen sich die Filter ganz leicht rausdrehen. Das ist ganz, ganz easy. Man kann sie einfach hier nach vorne kippen und dann dreht man sie raus. Okay. Das ist schon mal ganz leicht, wenn man sie auch mal wechseln möchte. Also sie müssen ja auch irgendwann gewechselt werden. Und B ist es so, das Gerät ist ja im dauerhaften Zustand. Ich sage immer, das ist kein Gerät, also das ist nicht irgendein Zubehör für einen Camper, den man kauft, wie eine Hubstützenanlage für 6.000 Euro, die man dann alle zwei Wochen für zwei Tage nimmt. Hm. Oder ein E-Bike, was 6 Wochen in Gebrauch ist und das man dann in den Keller stellt. Sondern das ist ein Gerät, das benutzt man 365 Tage im Jahr und kann es mitnehmen in den Camper. Ich koche damit, ich trinke es und was wollte ich noch sagen? Ja, also was ich sehr, sehr wichtig finde, also gerade beim Aquion, das heißt, Wasserstoff wird dem Wasser durch eine Wasserstoffzelle hinzugefügt. Das heißt, wir haben hier zwei Ausgänge. Einmal hier vorne, wo das basische Wasser dann rauskommt. Und wir haben einmal hier, sage ich mal, ein Auslauf, sage ich mal, wo man einfach sehr gut... das saure Wasser. Genau, das saure Wasser. Und dadurch speichert natürlich nicht nur der Filter die ganze sowas wie im Chlor zum Beispiel. Also wir sind ja auch im Süden unterwegs. Und wir merken richtig, dass das Glas aus der anderen Leitung sehr, sehr hohen Konzentrat von Chlor zum Beispiel hat. Und das ist halt dann das Gute beim Aquion. Das heißt, der Filter speichert es nicht, sondern er leitet es auch tatsächlich aus. Also der spült sich sozusagen. Ja, genau. Genau. Was ich halt sagen wollte, das ist halt ein Gerät, das ist 365 Tage zu Hause oder im Camper im Gebrauch. Du trinkst das, du kochst damit und du tust noch nebenbei deiner Gesundheit etwas Gutes, weil das Gerät ist ein Wassersystem, also er filtert nicht nur, sondern er macht auch noch Wasserstoffzusätze, wie Elo gerade sagte, und das ist ein Ionisierer, das heißt, er teilt das Wasser in einen sauren und in einen basischen Bereich. Mhm. Dieser basische Bereich ist ganz wichtig. Wir Menschen, wir haben ja einen Säure-Basen-Haushalt im Körper und es ist oft so, dass wir durch Getränke, Cola, Kaffee,
übersäuern. Das heißt jetzt nicht, dass man päpstlicher wie der Papst sein soll. Man kann sowas trotzdem trinken, aber man tut mal seinen Körper in die richtige Richtung wieder lenken. Weil durch Übersäuerung im Körper entstehen Entzündungsprozesse, Krankheiten auch entstehen. Und manche Leute haben ja zum Beispiel auch Abszesse, haben Probleme damit, mit Hautproblemen oder haben Probleme mit Sodbrennen, was dann nicht mehr halt gegeben ist. Ne? Und das ist das halt unterstützt das super. Ja auch dann die Rheumakranken, genau. Die viel unter Entzündungen leiden, wenn die einen basisch gerichteten Körper dann haben. Ne? Ja. Das Gute ist, es gibt verschiedene Systeme. Dieses System hat zum Beispiel noch eine Lichtfrequenz. Mhm. Es gibt auch Geräte ohne Lichtfrequenzen, die für diejenigen, die sagen, ich will das gefiltert, ich will es basisch haben und ich will Wasserstoff haben. Und dann gibt es auch noch ohne Lichtfrequenz. Man weiß ja, dass Wassermoleküle auch Strukturen annehmen können. Und da gibt es verschiedene Frequenzen, von beruhigenden bis belebenden Frequenzen, die man da einstellen kann. Mhm. Und für diejenigen, weil jeder sagt zum Beispiel, ach, weiß ist nicht meine Sache oder so, es gibt das Gerät auch noch in verschiedenen Farbkombination. Mhm. Und was das Tolle ist, manche Leute haben ja nicht die Möglichkeit, sich sowas einfach hinzustellen. Die sagen, ich will es nicht in der Küche haben oder ich habe keinen Platz dafür. Es gibt eine Art Untertischvariante, das ist dieses hier, wo dieses Gerät ohne dieses und ohne dieses eben in eine Schublade hingelegt werden kann und man die Armatur nur bedient. Mhm. Dann ist quasi dieses die Farbfrequenz und das Display ist dieses Display, worüber ich es bediene. Also man sollte darüber nachdenken, wenn irgendwann die alte Armatur irgendwie kaputt ist, einfach austauschen. Ja, die tut man daneben. Genau. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Es gibt auch mittlerweile die Möglichkeit der Tankrückführung, dass das saure Wasser gar nicht ins Waschbecken einfach ausgeleitet wird und das quasi als Abwasser ist, sondern man kann das in den Tank rückführen lassen, sodass es dann wieder den Tank zurückläuft und dort für Tankhygiene sorgt, weil das saure Wasser wirkt desinfizierend. Genau. Früher hat man ja viel auch mit O3 gearbeitet. Ne? Mit O3. Das ist also eine Sauerstoffanreicherung, um das Wasser dann eben zu desinfizieren. Das ist ja fast der ähnliche Effekt. Ja, genau. Auch Fischermärkte werden, sage ich mal, auch mit sehr pH-Wert, also im sauren Bereich halt tatsächlich auch gereinigt. Ne? Also das ist eigentlich gang und gäbe. Und das ist natürlich jetzt ein super Feature, wo die Camper einfach immer mehr auch die Augen nochmal aufmachen. Okay, da kann ich sogar gerade auch was Gutes für meinen Camper tun. Ne? Genau, auf jeden Fall. Weil wir können alle nur campen und schöne Sachen erleben, wenn wir selber auch gesund und fit bleiben. Ne? Weil richtig. Das bringt einem irgendwas, aber du kannst es nicht nutzen, weil du nicht dazu in der Lage bist. Ja, und vor allen Dingen, du brauchst nicht mehr diese großen Flaschen mit zu transportieren. Die Six-Packs, Plastikflaschen, die wieder Weichmacher einbringen ins Körper. Ne? Ja, genau, richtig. Und das ist ja interessant. Es gibt ja viele Länder, wie in Österreich zum Beispiel, Saudi-Arabien, da sind Kunststoffflaschen verboten. Effektiv dezidiert verboten, weil die genau wissen, dass das Thema ist problematisch. Nur in Deutschland sagt man lieber, die Industrie es hat Vorrang, dann lasst man die Leute das Plastikwasser trinken. Ne? Aber es ist schädlich. Ja. Ich persönlich mag es auch nicht geschmacklich. Es gibt ja Leute, die sagen, ich schmecke es nicht raus. Ich schmecke es schon raus und ich trinke es nicht gerne. Dadurch hatten wir früher mal Glas, also Kästen. Und dann haben wir direkt immer 12 Kästen geholt, aber dann hieß es, da sagt er schon zu mir wieder, Mops, wir müssen Wasser holen. Ja. So, und ich dann los, alles ins Auto eingeladen, zum Supermarkt, bei der Pfandrückgabe. Neu in den Einkaufswagen eingeladen, dann zur Kasse, wieder zum Wagen eingeladen, zum Auto und dann nach Hause gefahren und zu Hause wieder. Du bist ja nur am Schleppen und du musst den Platz auch dafür haben für die ganzen Kästen. Das ist richtig. Und das Gerät wiegt so viel wie eine Wassergaillon. Und platztechnisch, ich sage mal, in etwa auch so ungefähr. Ja, das Spiel spricht vieles dafür, absolut, ne? Das ist keine Frage. Wie sieht das aus? Was muss ich investieren als Camper, wenn ich jetzt ein Auftischgerät nehme oder wenn ich jetzt sage, okay, ich will das Gerät unten eingebaut haben und nehme den Hahn dazu? Und so, dass ich flexibel bin. Und gegebenenfalls eben, wie du schon sagtest, dass ich das Gerät auch zu Hause nutzen kann, weil den Camper nutze ich ja vielleicht nur 40, 50 Tage im Jahr. Genau. Ist es ja sinnvoll, dann das Gerät weiter zu nutzen. Genau. Was also muss ich investieren? Arkion gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Wir geben für den häuslichen Gebrauch 15 Jahre volle Garantie. Sowas erlebt man eigentlich nicht, wo Strom und Wasser vorne rauskommt. Und die haben sich damals auch einfach überlegt, wir reden lieber immer mal einmal mehr über den Preis, anstatt über mangelnde Qualität. Und das erleben wir einfach bei den Leuten, die den Arkion mittlerweile auch zu Hause haben. Und eigentlich ist jeder Camper oder jeder Mensch für den Hausgebrauch oder für Mobil ist eigentlich auf der Suche nach etwas, wo er dann auch Ruhe hat und was Gutes hat. Und ich glaube, du kamst auch hier hin, du wolltest das Video machen, dass du ja auch irgendwie auf dieser Suche bist. Und wir liegen hier einfach im Preis. Man kann das Gerät finanzieren für 1,33 Euro am Tag. Und klar, das steigert sich dann, also das Gerät, sag ich mal, so wie es da ist. Wenn man es jetzt direkt kaufen würde,
würde es bei 2.500 Euro anfangen. Genau, man steigert sich natürlich dann auch. Das ist wie ein Volkswagen, sage ich so schön. Man kann ihn so bestellen, aber man kann auch schon die Automatik bei haben. Man kann auch das. Und da ist einfach der Arcan auch vielfältig, wie er dann aufgestellt ist. Ne? Also man kann auch ergänzen. Das genau, ist also kein Problem. Man kann ergänzen, zum Beispiel, es gibt ein Quellmodul, das wäre jetzt hier hinter der Theke einfach ein Quell, wo das Wasser nochmal am Bergkristall vorbeischießt, sage ich mal. Und gerade so diese Kalkmoleküle, ich kenne das vom Felgen, weil ich ja früher auf der Arbeit immer sehr viel die Felgen gewaschen, habe ich diese Kalkflecken gesehen. Genau. Und da macht der Quell das einfach so, dass dieser Kalk, sage ich mal, eigentlich viel mehr so von der Molekül, sage ich mal, viel abgerundeter ist und dass er einfach im Waschbecken super abgeputzt werden kann. Und das ist auch ein sehr großer Vorteil. Das ist die Problematik, die man im Haushalt überall kennen, über die bei den Felgen natürlich. Natürlich. Es gibt die Leute, die sagen, okay, das, es gibt auch ein Gerät, das hat die Chakren, das ist der Free Spirit zum Beispiel, der hat die Lichtfrequenzen von den Chakren mit eingestellt. Das ist zum Beispiel für viele Leute, die so zum Naturheilpraktiker gehen oder viele Naturheilpraktiker-Praxen arbeiten damit. Ne? Es gibt für jeden das passende Gerät. Es gibt mit Lichtfrequenz, ohne Lichtfrequenz, mit 5 Frequenzen. Hervorragend, also wirklich interessante Sache. Das hätte gar nicht so erwartet, weil man guckt sich viel hier um und sieht dann immer diese Einbaufilter, Modulfilter, ALB, wie auch immer. Aber es ist nicht so die Lösung, die man eigentlich so sucht, um dann einfach diese Wasserschlepperei loszuwerden. Man nutzt ja nicht den Tank, weil man immer da Angst hat, da könnte was drin sein, dann macht man sehr, das kann man jetzt aber machen. Das ist ja alles, was man sich anguckt, nur für den Camper. Ne? Ja. Und hier ist wirklich ganz genau. Camper und 365 Tage genau. im Jahr. Ja, ganz genau. Ja. Also bei uns muss ich noch eins ganz kurz sagen, wir sind ja 2022 sind wir ins Wohnmobil gezogen, wir haben uns 2021 für daheim geholt, aber nur mit dem Kompromiss, weil unser Ansprechpartner damals gesagt hat, okay, wir kriegen den auch im Camper rein. Ne? Und das war eigentlich auch so eine gute Sache für uns. Ne? Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir letztes Jahr hier schon auf der Messe am Stand waren und dass wir mittlerweile auch zu Berater tatsächlich geworden sind. Ja, das heißt, durch unsere Erfahrung tatsächlich, also man kann sich melden bei uns unter mail@elonmops.de und da kann man uns anschreiben. Es gibt Möglichkeiten, das Gerät zu testen. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, den sich sofort zu kaufen. Und wir sind halt Berater mittlerweile und beraten dann gerne auch. Beraten sind für die Leute. Ne? Mhm. Oft hast du es ja bei Firmen so, du rufst irgendwo an, dann drücken sie die 1 und so und so. Hier ist das so quasi, es gibt Berater, die dafür zuständig sind, so wie wir, die dann die Leute beraten und die auch dann für einen Ansprechpartner sind, wenn Fragen sind und sowas. Und das ist ja auch nicht mal gegeben. Ne? Genau. Nee, das ist eben auch gerade gut, wenn man aus der Praxis Leute dabei hat. Ne? Das ist ja ganz was anderes, wenn ich einen Vertrieb habe, der im Büro sitzt und das einer vom Betrieb aussieht oder jemand, der das Material jeden Tag einsetzt und die persönlichen Erfahrungen einbringt. Das ist ja viel authentischer. Ja, genau, deswegen wurden wir auch angesprochen und gesagt, Mensch, wollt ihr selber nicht Berater sein? Ja. Und wir selber haben gesagt, Mensch, wir stehen voll und ganz hinter dem Gerät und wir nutzen es und wir lieben es und von daher haben wir jetzt die Möglichkeit, über uns Leute das zu beziehen. Ne? Das heißt also, die Camper, die Interesse haben, können entweder über eure Page oder über euren YouTube-Kanal, weil habt ihr Verlinkungen drin? Genau, wir haben eine Verlinkung auch unter den Kontakt Videos. Aufnehmen. Also, dass man eventuell 14 Tage einfach mal das Gerät testen würde. Oder man eben direkt über die Page und wenn dann euch verwiesen, wenn meistens meldet man sich dann einfach per E-Mail an uns und wir sind halt in der beratenden Funktion und können das dann auch gleich mal zum Kaufabschluss bringen. Wir sagen das auch mittlerweile den Leuten in unserem Video, dass wir Berater sind und falls Interesse ist, können sie sich einfach an uns per Mail wenden. Das ist einfach für diejenigen, die das wissen, weil also wir wussten das irgendwie nicht und ich glaube, die Zuschauer oder die Camper, die haben uns irgendwie auch dazu gebracht, weil wir tatsächlich die Ersten sind, die den Arcan Mobil dabei hatten und wir sind da auch sehr, sehr stolz drauf, weil wir sind aber auch das. Es ist was Gutes. Genau, seit 2012 beschäftigen wir uns mit uns. Ernährung. Wie können wir uns was Gutes tun? Das heißt, ich werde auch mal Saft fasten oder sowas und ich glaube einfach durch diese, der Teppich liegt hier. Die Handys haben tausende Informationen, alles wirkt jeden Tag auf uns ein, dass wir auch irgendwo auch einen Ausgleich dafür brauchen. Und das ist einfach das Richtige. Und zudem muss man sagen, ich bin Krankenschwester und ich persönlich finde es toll, sonst konnte ich immer was vor Ort tun. Ich war auch beim Pflegedienst zusätzlich tätig und so kann ich jetzt den Leuten auch was Gutes mitgeben. Ja. Und wenn man dann dieses Feedback hört von den Leuten, dann freut es mich, weil ich kann wieder dieses Gute tun, auch von unterwegs. Das ist eine Bestätigung dann wirklich. Schön finde. Ja, genau. Ja. Das ist so mein Aspekt, den ich vorher hatte, diesen gesundheitlichen, etwas Gutes tun Aspekt. Ja. Was ich jetzt auch wieder tue. Ja, und das haben die Leute dringend nötig, ne? Weil die Einflüsse von außen, Strahlung, Abgase, es prasselt ja ein regelrecht auf einen ein. Ne? Man merkt es auch einfach an die Krebsraten, die steigen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Alles. Und wir sind dafür aufgerufen, wir müssen was tun. Ne? Man muss sich selber seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Kann man nur
den Leuten auf den Weg geben, darüber nachzudenken. Ja, und Wasser ist nicht nur Wasser. Ja, hast du es denn schon probiert selber? Wir haben es probiert. Also, ja, wir waren schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir waren auch schon überrascht. Es hat einen ganz anderen, etwas anderen Geschmack, aber ja, komplett neutral. Sehr weich. Ne? Ja. Ja, weich, ja, ganz genau. Ne? Das, ja, ich kenne das von früher. Mein Kumpel, der hatte eine Ferien, also das Haus gehörte den Eltern. Das war immer der Ursprung, wo die Ruhr entspringt. Wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet, mhm, und wir sind tatsächlich immer da hoch. Wir haben uns ja auch nie Wasser da gekauft, weil die Quelle ist vor Ort. Und das ist ja auch gerade mit dem Akkion, das heißt, die Laster müssen nicht mehr irgendwo hingefahren werden. Ja. Wir können vielleicht CO2 und so weiter einsparen. Und das Gerät schließt man zu Hause an und man hat halt die beste Wasserqualität. Und eben man die Schlepperei, wie du sagst, diese Kiste. Ja, genau. Also es sind allen und allen ist der Akkion eigentlich das Highlight, was in der Campingbranche eingeführt und wird. Und auch Neuheit. Ja, Neuheit tatsächlich. Aber ist natürlich auch interessant, es gibt ja jetzt viele Prepper, ne? Die einfach sagen, es kommt irgendwann der Blackout, es gibt kein Wasser mehr, es gibt im Supermarkt kein Wasser mehr. Wenn ich jetzt ein Wohnmobil habe, ja, ja, klar, natürlich. Dann mache ich meinen Tank voll, ja, und habe schon 180 Liter Trinkwasser. Aber, ne? Aber ein richtiger Prepper, der hat auch irgendwo Wasser, der hat auch eine Batterie wahrscheinlich für solche Fälle, dass er das dann auch nutzen kann. Ja, könnte, aber die denken alle über das Problem nach, wie kann ich das Wasser konservieren. Ja, 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 ne? Klar, wenn ich das es gibt ja diese Aluminiumbeutel, die man dann in der Badewanne auffüllen kann und in der Badewanne sich dann ausdehnen. Aber du weißt nie 100%, die Campingtablette rein. Dann hast du wieder ein Problem. Ja, ne? Wieder was so drin, kannst du sagen, okay, dann kann ich aber dann zum Beispiel abpumpen, durch ein Aquion jagen und habe sauberes Wasser. Wir brauchen halt Wasser, durch Solarstrom können wir natürlich Solarstoff super dann stehen, ins Wasser bringen. Ne? Ja, also wir sind ja auch autark unterwegs. Ja, genau. Ne? Und dann bist du autark. Ne? Ja. Also, dann bist du schon mal erstmal für die Familie auch Trinkwasser. Sonst das Wasser dabei und dann natürlich auch durch diesen Wasserstoff einfach. Das ist das größte Antioxidant, was es auf der Welt gibt. Und das ist die Zukunft. Autos werden in Zukunft damit fahren. Es gibt jetzt schon E-Roller, Fahrräder und so weiter alles. Also wir laufen auf das Gerät rüber, sage ich mal. Und in Asien ist ein Ionisierer Standard. Ne? Also das ist die Asiaten sind eh ein bisschen weiter da. Ne? Die sind da einfach weiter. Und diese Technik, die schwappt langsam rüber. Und man sieht es ja hier auch woanders auf der Messe, dass da immer mehr hierher kommt und wo die Leute begeistert sind. Ne? Ja, ja, ja. Und jetzt auch vom jetzt bis zu einem Jahr später hat der Akkion sich einfach super entwickelt. Es gibt andere Anschlussmöglichkeiten. Es wird darüber nachgedacht, wie bringen wir auch immer eine super Sinuskurve, sage ich mal, auch für das Gerät. Und wie schützen wir auch den Akkion einfach vor diese. Es rappelt im Wohnmobil und so weiter. Ja. Also das Thema ist einfach sehr komplexer geworden als vorher. Staub. Das Gerät wurde für den Hausgebrauch gebaut. Und man hat jetzt festgestellt, im mobilen Bereich sind andere Bedingungen und da sind sie einfach am Arbeiten und haben sich da auch perfektioniert und da gibt es jetzt auch die besten Lösungen. Das ist ja die Problematik, die auch viele haben, die jetzt mal ihren Camper selber ausbauen und da einen Kühlschrank, einen Haushaltskühlschrank einbauen oder ein Kochfeld. Die Dinger gehen kaputt, weil die für die Erschütterung nicht ausgelegt sind. Ja, das ist genau die Problematik, wo dann viele dann Kurzschlüsse haben und Funktionsausfälle haben und dann merken, oh, das war doch nicht der richtige Weg. Ja, ja. Lernen durch Schmerz, sage ich immer. Ja, lernen durch Schmerz, das ist einfach so. Vieles kannst du einfach wirklich nur im realen Test bewegen. Labortest, bedingt. Da kannst du Rüttelstrecken bauen, kannst du tun, machen. Das ist aber nicht das Gleiche. Ja. Weil es nicht Wärme hält, Kälte und Erschütterung, Feuchtigkeit, das kannst du nicht simulieren. Ja. Ne? Das Schöne ist jetzt, unser Freund, der lebt in der Türkei, der hat zum Beispiel, wird auch das Grundwasser dort geklort. Das holt er unter anderem raus. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch unser Gerät, wir sind ja eigentlich aktuell in Kroatien, sind hierher geflogen. Ja, das passt von der Größe her wirklich in dem Handgepäck. Genau. Guck mal. Das heißt, auch für die Ferienwohnung ist es super, für das Boot ist es. Also wir haben auch sehr viele Zuschauer mittlerweile, wo wir halt beratend tätig waren. Die haben halt ein Boot, die haben eine Ferienwohnung, die haben das zu Hause und die können dann einfach, sag ich mal, die Armatur gibt es dann einfach, die stellt man dann überall auf. Und das Untertischgerät, also der Kasten, wo dann nicht das Display ist, das packt man, nimmt man dann einfach immer per Click und Connect mit. Genau, da kann man sich eine Armatur zu Hause verbauen, zum Beispiel, da mag man es in Schwarz. Sie gibt es auch in Silber, in der Ferienwohnung habe ich sie in Silber und dann nehme ich nur das Gerät mit per Click and Connect und habe dann da diese festen Armaturen. Also man kann sowohl dieses Mobil nutzen, als auch dieses Mobil nutzen. Ist ja interessant auch für die Segler oder für die Bootsbesitzer. Ne? Ja, total. Also die, wenn die eine eigene Wasseraufbereitung haben, das Seewasser umwandeln in Süßwasser, habe ich dann die letzte Stufe und habe unbegrenzt Wasservorrat. Genau. Wir haben auch nicht mehr an der Marina tanken. Ja. Habe die Wasserschläuche, die wer sonst wo reingehängt hat,
das Problem hat man dann aus der Welt geschafft. Ne? Ja, ja, genau. Also wir haben da einen Zuschauer, schöne Grüße an dieser Stelle auch. Ja, natürlich. Der hat eine Entsalzungsanlage in seinem Boot und der hat dann auch das so. Ne? Der hat eine Armatur für zu Hause, für den Camper und für das Boot. Und nimmt dann das Kerngerät mit. Genau, genau. Der nimmt das immer mit. Eine tolle Konzeption. Ne? Ja, absolut super. Tolle Konzeption. Und ich habe keinen Installationsaufwand. Ne? Die Umsteckerei ist wahrscheinlich nur eine Steckverbindung. Also genau, es muss natürlich einmal installiert werden. Ja, ja, die Kaltwasserleitung, das Wassergerät braucht Wasser definitiv. Aber es gibt dann einfach, sage ich mal, hier zum Beispiel an den Zuwasserleitungen gibt es einfach einen Click und Connect. Das heißt, man klickt es einfach an den Schlauch, man nimmt dann das Gerät mit und der hat gleichzeitig einen Wasserstopp. Also Schnellkupplung, dass ich nicht mit Werkzeug, Rohrzangen, Klemmen arbeiten muss, sondern einfach definitiv, ganz genau. Man würde natürlich vorher an den Eckstück, sage ich mal, gibt es auch einen Hahn, den macht man natürlich zu, damit es nicht weitergeht. Und dann wird das einfach rausgeklickt. Genau. Und ja, das ist die Entwicklung bei Accion und die geht immer weiter. Also wir sind sehr froh, dass Accion sich da gerade in dieser Camping-Szene so unterstützt, weil wir ja auch den Accion tatsächlich in diese Campingbranche irgendwie etabliert haben. Deswegen finden wir dann super Background. Genau, wir haben mittlerweile auch Einbaupartner, nette Leute, die wir kennengelernt haben, wo wir auch Zuschauer empfehlen können, die dann sagen, Mensch, ich will es aber lieber machen lassen oder so, ne? Wo man die hinschicken kann, weil manche sagen auch, ich möchte das nicht oder ich habe linke Hände. Ja. Da haben wir auch schon nette Leute, wo wir einfach hinverweisen und sagen, Mensch, geh doch dahin. Wir hatten gerade auch einen Bestellschein ausgefüllt, haben die Lieferadresse direkt an unsere Leute gemacht, dass das Gerät dahin geht, die rufen da an und machen sich dann dort vor Ort einen Termin zum Einbau. Genau, ich würde den auch gerne nennen an dieser Stelle, das wäre ML Concept aus Gelsenkirchen. Die arbeiten schon über ein Jahr eigentlich kennt die jeder. Genau. Also, da haben wir auch alles machen lassen. Und die haben auch wirklich die super Erfahrung und die können wir persönlich super empfehlen. Ja, die haben sehr guten Ruf. Ja. Genau. Ja. Das ist die legen auch großen Wert auf Service. Ne? Genau. Die haben euch ja auch unterstützt, weil die Elektronik ausgefallen ist. Man sagt ja auch, wenn man einmal irgendwo ist, dann ist man gerne da und wir haben noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir fühlen uns und dort sehr gut. Ja, selbst wenn wir im Ausland sind, also wir kriegen immer auch ein Feedback zeitnah und das ist natürlich das Wichtige. Du bist natürlich auch so ein kleiner MacGyver. Ne? Ja, natürlich. Das ist auch wichtig, muss man sein. Ne? Ja, als Kämpfer ist man MacGyver. Da muss man das sein. Also da ist da wieder was, da muss man da fummeln. Ja, ist schön, Camper zu sein. Ja, aber macht ja auch Spaß, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil immer wieder neue Aufgaben, ne? Ja, es ist kein Tag gleich wie der andere, ne? Vor allem nicht mit zwei Kindern an Bord. Ja, natürlich. Aber ist ja toll. Aber ich habe ja gewundert, euer Kleiner, der läuft ja schon, wie der sich entwickelt. Wie, das ist ja unglaublich, ne? Also diese Intensivität, mit den Kindern zusammen zu sein, den ganzen Tag fördert die Kinder in der Entwicklung unglaublich, ne? Ja, also wir haben es teilweise auch so, dass unser großer Junge, wir machen jetzt nicht so Unterricht direkt mit ihnen, aber der nimmt sich ein Buch, da steht Dschungel drauf, der schreibt einfach jetzt automatisch, aber das alles kommt eigentlich von selbst dazu. Aber wir müssen dazu sagen, für die Leute, die uns noch nicht kennen, vielleicht, er ist auch noch gar nicht schulpflichtig, aber wir fördern ihn in den Bereichen, was er gerne möchte. Er sieht viele Sachen nicht aus dem Bilderbuch, ein Vulkan und sowas, wir waren ja am Vulkan und alles gewesen, das sieht er halt in echt. Ne? Ja. Und die haben schon Delfine, Wale in echt gesehen und das ist schön. Ne? Ja. Das ist schön, wenn Kinder diesen Lernwillen in die einfach in sich tragen, dass man den ausbaut und fördert. Ne? Ja, das ist unbezahlbar für später. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und es gibt genug Camperkinder, wie wir festgestellt haben. Uns immer kommen mehr. Ganz viele Camperkinder besuchen. Mehr. Wir reisen mit Familien tatsächlich. Genau, wir reisen mit Familien auch und von daher ist es ganz schön. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, super. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, euch mal persönlich so kennenzulernen. Außer eben die Videos, die man so kennt. Ja, klar. Und einfach auch mal das Produkt direkt mal zu sehen. Und man kann nur empfehlen, dass die Zuschauer die Kontaktadressen nutzen, um auch mal das Gerät zu testen im Zweifelsfalle, Erfahrung zu sammeln und dann eben sich zu entscheiden, ist für mich eine gute Sache, denn überzeugend ist die Konzeption allemal. Ja. Herzlichen Dank, dass ihr die Zeit gehabt habt. Danke, ich wünsche euch einen schönen Messeverlauf und kommt wieder gut zu eurem Camper. Genau. Und an die Zuschauer, von euch alles Gute, viel Gesundheit und schöne Erlebnisse. Ja, genau. Okay. Okay. Tschüss. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao. Alles klar. Don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about